Da wir Modemacher sind und zu zweit sind, kommen heute von uns zwei Tipps. Einmal ein Designer-Tipp und ein Tipp, was technisch ist. Ich finde, dass die Sachen nicht nur von außen toll aussehen sollten, sondern auch von innen. Daher, ich empfehle, dass wir die Sachen von innen mit bunten Verlaufsgarden overlocken. Das sieht richtig cool aus und super modisch. Und das wollen wir heute auch euch gerne zeigen. So. Schaut mal, wie schön und toll das aussieht. Einfach bunt, einfach modisch und einfach cool. Und jetzt kommt Matthias dran. Und zwar ein kleiner Tipp, bevor man loslegt. Der PTC, den PTC vorher auf Null stellen, bevor die Maschine angestellt wird und kalibriert. Das heißt, wenn wir jetzt overlocked haben und sehen, dass die Fetten hier zum Beispiel nicht ganz dicht sind, wir können unser PTC einfach hier bewegen, nochmal overlocken und dann sieht das Ergebnis einfach perfekt aus, nämlich so.